Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal auf eine Weltreise gehe. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich ein halbes Jahr nach Australien gehe. Ich dachte immer, das machen nur andere und nicht ich. Und dass wir jetzt wirklich 5 Jahre unterwegs waren, manchmal kann ich es selber kaum glauben. Aber wenn ich an die ganzen Bilder angucke und wir wieder die ganzen Geschichten durchgehen, dann waren es auf jeden Fall die besten 5 Jahre unseres Ja. Lebens. Hallo, ich bin der Tobi. Und ich bin Imke. Und wir haben diesen wunderschönen Van in den letzten 3 Monaten selbst ausgebaut. So, das hier ist unser schöner kleiner Van, der gar nicht so klein ist. Hier vorne ist der Eingangsbereich und da haben wir eine kleine Kommode gebaut. Dort steht auch die Kaffeemaschine von Tobi. Die läuft über diesen 12-Volt-Wechselrichter. Hier unten haben wir dann so ein Fach, da haben wir die ganzen Wanderschuhe und Schuhe platziert. Hier oben haben wir die Handtücher und noch so ein bisschen anderen Krimskrams. Und das hier ist jetzt unsere Dusche und die Toilette, also die kleine Nasszelle, sage ich mal. Die Dusche war gar nicht so einfach zu bauen. Und dann haben wir hier noch eine kleine Trockentrenntoilette, die wir bis jetzt ziemlich cool finden. Das hier ist jetzt die Nummer 6. Ja. Selber ausgebaut haben wir davon ein. so im Großen und Ganzen den hier. Wir hatten insgesamt 6 Stück. Das fing an in Australien. Da hatten wir den kleineren Van. Dann hatten wir ein Allrad. Den haben wir eingetauscht gegen einen großen gelben Van in Neuseeland. Das war so ein Hightop und der hat uns eigentlich sehr gut gefallen. In Kanada hatten wir dann ein 7,5 Meter langes Wohnmobil. Das war uns aber zu groß und hat sogar 2 getrennte Zimmer gehabt da drin, mit Ja. Dusche, Toilette, Küche, allem drum und dran. Und nun haben wir uns hier das perfekte Auto ausgesucht, Mercedes Sprinter in 7 Meter Länge und ihn komplett selber gebaut und so sind wir jetzt auch sehr zufrieden. Das hier ist unsere kleine Küche. Wir haben hier einen Gaskocher, den haben wir über eine Gasflasche am Laufen. Die Gasflasche, die haben wir hier unten. Die machen wir beim Fahren natürlich immer zu, damit da kein Gas rauslaufen kann. Dann haben wir da noch den Mülleimer, ein bisschen Putzmittel. Hier haben wir auch noch ein bisschen Stauraum. Da haben wir jetzt die Handtücher, Schwämme und so weiter und auch die Portemonnaies. Und um einen kleinen Spritzschutz zu haben, haben wir hier diese wunderschönen Fliesen noch hingeklebt. Die passen auf jeden Fall sehr gut zu unserem bunten Auto, wie wir finden. Dann haben wir hier noch ein kleines Gewürzregal, wo wir Tee haben und so. Jetzt haben wir hier die Besteckschublade. Hier unten sind Kochlöffel und alle möglichen Kochutensilien drin. Und hier unten im Schrank haben wir einfach Stauraum für Lebensmittel, Nudeln, Kekse, alles Mögliche. Ja, und genau, und dann haben wir hier noch unsere Bienenwachstücher. Die haben wir selber gemacht. Das ist halt, damit wir keine Frischhaltefolie benutzen müssen, kann man da einfach die Lebensmittel immer einpacken und die kann man halt wiederverwenden. Das ist sehr cool. Das ist die zweite Küchenzeile. Hier haben wir wieder einen kleinen Hängeschrank. Da haben wir die Tassen drin, Honig, Kaffee und alles Mögliche. Hier ist noch ein kleines Gewürzregal. Hier lagern wir immer unser Obst und Gemüse. Das hier ist unser Kühlschrank. Der läuft über einen Kompressor. Und wir haben mal sogar ein kleines Gefrierfach hier oben. Das ist gerade nichts drin. Ich glaube, der Kühlschrank ist 80 Liter groß. Wir haben hier die ganzen Sticker von unserer 5-jährigen Weltreise drauf gemacht, damit das einfach so ein bisschen cool aussieht und ins Auto passt und der nicht einfach nur weiß ist. Ja, hier ist eine Spüle, ist eine ganz normale Haushaltsspüle. Läuft halt über eine Druckwasserpumpe. Hier sind jetzt nochmal 2 Schränke. Da ist es auch noch nicht ganz so viel drin, weil wir sind ja erst gerade mit dem Van-Ausbau fertig geworden. Da haben wir den Backofen von Omnia. Töpfe, Pfannen und da unten halt noch Teller und Schalen.
Und zwar haben wir uns in Australien kennengelernt. Ich habe damals nach Travelmates gesucht, weil ich wollte für 4 bis 6 Monate nach meinem Bachelor nach Australien. Und ich habe dann in einer Facebook-Gruppe für australische Backpacker nach Travelmates gesucht. Und dann hat Tobi mir geschrieben. Und ich wollte damals eigentlich gar nicht mit einem Mann reisen. Ich wollte lieber mit 2 Mädels reisen oder so. Weil irgendwie habe ich dann nicht die perfekte Frau, sage ich mal, gefunden für den Roadtrip. Und dann habe ich halt angefangen, mit Tobi zu schreiben. Er war auch sehr nett. Und dann haben wir uns halt verabredet für Australien. Er kam nämlich schon einen Monat früher in Sydney an und ich kam einen Monat später in Brisbane an. Und dann hat er mich mit dem kleinen Van, den er in Sydney gekauft hat, in meinem Hostel abgeholt. Dann habe ich da meinen großen Koffer eingeladen und dann sind wir losgefahren. Eigentlich war es gar nicht so cool anfangs, weil es war echt sehr ungewohnt und ja, es war schon auch, so Kleinigkeiten waren schwer, wie sich umziehen. Da kannst du dich mal umdrehen, weil ich muss mich jetzt umziehen. Und das Bett, das war ja auch nicht so groß, das war jetzt ziemlich klein eigentlich, also es war ein echt kleiner Van. Ja, 1,40 Meter mal 2 Meter, also und die Hälfte von dem. Man konnte nicht mal auf der Matratze sitzen, da konnte man nur so sitzen, weil man dann direkt schon an die Decke stoß. Und eigentlich war der Anfang sehr schwer. Deswegen haben wir uns auch für eine kurze Zeit wieder räumlich getrennt, sage ich mal, weil nach so ein paar Tagen im Van mit Tobi wurde es mir irgendwie alles zu viel, weil ich kam damit einfach nicht klar, so weit weg von zu Hause und dann mit einem fremden Mann im Auto, weil ich wollte eigentlich mit einem Mädel zusammenreisen. Und dann habe ich über Facebook wieder eine kennengelernt, mit der bin ich dann mit dem Greyhound-Bus die Ostküste hochgefahren, so von Hostel zu Hostel, habe dann da so viele Partys gefeiert und so mit ihr, es war auch echt eine coole Zeit. Und dann habe ich aber Tobi wieder vermisst. Und er mich, glaube ich, auch. Ja, alleine. Und war dann, ziemlich öde. Ja, und dann haben wir uns in Cairns wieder getroffen. Dann bin ich wieder in den Van eingezogen. Ich glaube, er hat zwischendurch sogar noch eine andere mitgenommen, weil man da halt immer schön die Spritkosten teilen kann und so. Und halt auch nicht ganz allein im Auto. Das ist ja auch blöd. Ja, und noch 2 andere Freunde dabei gehabt. Genau, ja. Und dann haben wir uns in Cairns wieder getroffen. Ich bin wieder von dem Hostel mit dem Bus rumreisen. Das hat mir auch nicht gefallen. Bin ich wieder zu ihm in den Van eingezogen und dann bin ich da auch geblieben. So, kommen wir zu unserem Bett. Das ist ein 1,70 Meter mal 2 Meter Bett und wir haben einen Hubtisch, den haben wir selber gebaut. Den können wir runterfahren, sodass das hier alles eine ebene Fläche ergibt. Und dann die Rückenlehne, die wird dann in diese Öffnung noch gesteckt und ergibt so unsere komplette Bettfläche. Also wir haben massig Platz zum Schlafen, kommen uns eigentlich auch gar nicht mehr in die Quere. Und da oben geht es weiter mit unserem Stauraum. Hier hat jeder seine Klamotten drin. Der gehört der Imke, schön aufgeräumt. Das hier ist meiner. Ja, da passt doch alles rein, was wir haben. Hier oben haben wir dann noch Platz für kleinere Sachen wie Unterwäsche oder Kleinigkeiten. Hier hat jeder noch ein Regal. Ich habe mir so eine kleine Schale aus einer Muschel, so einer neuseeländischen Muschel gebaut. Und unter dem Bett haben wir natürlich auch Stauraum, zum Beispiel hier. Das kann man alles hochklappen. Dann hier runter, da sieht man zum Beispiel unsere Rucksäcke. Da haben wir noch einen kleinen Kasten reingebaut. Und das, wo wir eigentlich draufstehen, das ist auch Stauraum. Da haben wir 2 Kisten, die wir hier rausziehen können. Hier ist zum Beispiel nochmal Stauraum für sämtliche Nahrungsmittel wie Dosen, Milch, Mehl. Der hier, da haben wir Elektroniksachen drin, Lautsprecher, Kamerasachen, Medikamente, auch massig Stauraum hier. Und hier unten drunter sieht man noch, da kommt unsere Standheizung raus, sodass wir auch mal im Winter oder an kälteren Tagen warme Luft haben. Also wenn man im Van zusammen reist, dann sieht man sich den ganzen Tag, 24 Stunden, man bekommt alles mit, man kann sich sehr schlecht aus dem Weg gehen und eigentlich ist das die perfekte Beziehungsprobe, wenn man mal in den Van zusammenzieht und einfach mal 24 Stunden hier sitzt. Man merkt schon, man kocht zusammen, man sucht alles zusammen aus und sagt, hey, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Dann sagt man, ich lese jetzt ein Buch, ich gucke jetzt einen Film oder was wollen wir eigentlich kochen heute? Und dann muss einer abspülen oder man muss auch viel putzen in so einem Auto. Man ist den ganzen Tag nur am Räumen, Putzen. Manche Leute sind sehr unordentlich, manche sind sehr penibel mit der Ordnung. Und dann kommt man sich irgendwann zwangsläufig in die Quere. Und das muss man halt einfach ausdiskutieren und auch miteinander klarkommen dann. Also wenn man in einer guten Beziehung ist, dann schafft man es auch im Van eigentlich zu reisen, weil dann zeigt das ja auch, wie stark und wie fest die Beziehung ist. Und man wird ja so viele Dinge zusammen erleben, die halt zusammenschweißen. Also
die uns halt so unzertrennlich machen, würde ich sagen, weil das sind so viele Dinge und Abenteuer, die haben nur wir beide erlebt. Und ja, von denen wissen halt nur wir, weil es einfach schon in den 5 Jahren Weltreise so viele Dinge sind, die kann man halt nicht mehr alle erzählen und ja. Und es ist ja auch mal schön, wenn man mehr Zeit für sich selber hat und zu zweit ist, weil normalerweise geht man arbeiten, dann kommt man nach Hause, man hat noch 2 Stunden, ja, dann wird gekocht, dann geht man duschen und schlafen, am nächsten Tag wieder auf die Arbeit und dann ist man wieder getrennt. Dann sagt man, wir planen jetzt alles aufs Wochenende hinaus, versuchen halt die 2 Tage so gut wie es geht einzuplanen, dann sind die wieder rum und alles beginnt von vorne. Und das war eigentlich sehr schön im Van, man hat Zeit ohne Ende, man kann einfach mal geradeaus fahren, bis es einem irgendwo sehr gut gefällt, man bleiben möchte. Man hat einfach so viel Zeit zusammen. Hier bewahren wir so allerhand Werkzeug auf, was wir noch benötigen. Hier haben wir unseren Wassertank, der hat 120 Liter, so dass wir halt auch unbegrenzt duschen können, kochen können, abspülen können. Hier, das ist unsere Dieselstandheizung, die eben die warme Luft erzeugt. Und da haben wir auch noch eine Leiter drin, um auf unser Dach zu kommen. Zum Beispiel zum Stand-Up-Paddleboard oder ein Surfboard haben wir auch da oben. Also wir haben angefangen, haben uns für ein Work-and-Travel-Jahr in Australien angemeldet oder wir haben das Visum beantragt, haben gesagt, wir gehen jetzt nach Australien, reisen dort nicht nur umher, sondern arbeiten auch. Denn das ist eine sehr gute Möglichkeit, auch mal Geld zu verdienen und sich so eine längere Reise zu finanzieren, ja, und dabei auch lange an einem Ort zu bleiben. Und so haben wir halt ein Jahr in Australien verbracht, konnten dieses Jahr erweitern, indem wir bestimmte Arbeiten auf einer Farm gemacht haben. Sind nach diesen 2 Jahren Australien nach Neuseeland, haben da dasselbe wieder gemacht, also immer circa ein halbes Jahr gearbeitet und sind dann weitergereist. Das haben wir dann auch noch in Kanada gemacht. Und als jetzt unsere ganzen Visa leider rum waren und wir jetzt keine Länder mehr hatten, wo wir direkt weiter hinreisen wollten, sind wir halt erstmal zurück nach Deutschland gekommen und haben gesagt, hey, dann machen wir das halt in Europa. Hier braucht man kein Visum dafür. Wir sind frei und können arbeiten, wo es uns gefällt. Genau. Deshalb möchten wir jetzt halt eben nicht unsere feste Wohnung suchen, festen Job suchen, sondern wir möchten irgendwie immer wieder weiterreisen und neue Orte sehen. Und deswegen möchten wir jetzt in Österreich oder in der Schweiz, in einem Skigebiet, uns einen Job suchen für die Saison und den nächsten Sommer wieder reisen. Eigentlich genauso, wie wir das halt in Kanada auch gemacht haben. Da haben wir im Banff National Park gearbeitet, in den Rocky Mountains. Da war ein Skigebiet, da sind wir immer schön Ski gefahren im Winter. Das haben wir auch da gelernt und haben da 7 Monate gearbeitet und dann sind wir halt den Sommer losgereist. Ja. Und das wollen wir jetzt eigentlich auch machen, nur halt in Europa. Ja, so wie wir es eigentlich schon immer machen. Ja. Es war ja auch nie geplant, dass wir so lange reisen. Also ich habe früher immer gerne Dokus geguckt von weit entfernten Ländern und dachte mir immer, oh ja, da komme ich einfach nie hin. Das machen halt immer nur andere und nicht ich. Und irgendwie kam ich dann auf die Idee, dass ich endlich auch mal sowas machen möchte, halt was Kleines, vorsichtig, so ein bisschen mal, wenn man schon mal die Gelegenheit hat. Aber ich dachte, ich habe ja auch nicht viel Zeit, weil ich muss meinen Master machen, ich muss mich sozusagen so ein bisschen beeilen. Und irgendwie war es eigentlich alles gar nicht so schwer, also bloß der Anfang ist schwer, den Rest muss man einfach machen und man muss einfach sagen, okay, ich mache das, ich werde meinen Job kündigen, ich muss die Wohnung kündigen, ich stelle die ganzen Sachen wo unter, ich buche mir einen Flug, ein Hostel und eine Versicherung und Kreditkarte und das Visum und dann kann es halt eigentlich schon losgehen und dann merkt man eigentlich, dass es recht einfach ist. Man findet einen Job. Job finden ist nicht immer einfach, das wissen wir auch, aber wir haben es bis jetzt immer geschafft, einen Job zu finden. Und man hat ja nicht viel zu verlieren eigentlich und wenn es doch nicht so klappt, dann kann man ja immer noch zurückgehen und weitermachen, wo man angefangen hat oder zurück ins alte Leben kehren eigentlich. Ja, wir konnten jederzeit zurück. Wir haben genau. Wir können jederzeit zurück nach Deutschland einreisen, uns einen Job suchen und arbeiten. Genau, ja. Dann können wir immer noch 40 Jahre arbeiten, bis wir 67 sind. Das ist eigentlich ja mehr oder weniger beruhigend. Und deswegen sehen wir da eigentlich gar keine Probleme drin. Also auch nicht bezüglich Rente oder so. Ich finde, wenn man seine Träume hat, dann sollte man sie auch wahrnehmen. Und das ist ja sowas viel Gesagtes, das sagt man ja jedem und ganz offen. Das ist auf jedem Schild drauf, so auf jeder Tasse drauf. Und aber irgendwie nimmt man das nie richtig ernst. Man denkt sich so, ja, ich fahre ja bald 2 Wochen weg in Urlaub und davon träume ich ja, aber letztendlich das so richtig zu machen, das einem so richtig erfüllt, das ist irgendwie nochmal was ganz anderes, weil wir hatten ja früher auch ein glückliches und zufriedenes Leben, auf jeden Fall also auch ein schönes Leben und auch mit viel Freude, aber letztendlich hat da immer irgendwas gefehlt. Ich habe halt mich immer auf den Urlaub gefreut. Ich habe halt immer gesagt, im Sommer, da fahren wir nach Griechenland 2 Wochen. Also
länger ging halt nicht, weil ich halt studiert habe und kein Geld hatte und so. Aber jetzt leben wir es halt irgendwie ganz anders. Jetzt sagen wir wirklich, okay, ich möchte so gerne nach Island und ich möchte in der Schweiz arbeiten und ich möchte nach Norwegen. Und jetzt machen wir es halt wirklich, ich sag mal, so schnell wie möglich, ohne es aufzuschieben. Also jetzt machen wir die Dinge einfach. Ja, ohne Ausreden. Ohne Ausreden, weil wir wissen, okay, wir können arbeiten, das können wir machen und wir können das Geld verdienen und sparen, weil wir sind sehr genügsam. Wir brauchen nicht viel zum Leben, wir brauchen nicht viel Geld, wir brauchen nicht viele Klamotten, wir brauchen halt nur uns und unsere Klamotten, den Rucksack und das Auto. Und dann können wir los. Und dann können wir eigentlich los und wir können halt in kurzer Zeit viel Geld sparen durch unseren Lebensstil. Also auch wenn wir in einer Wohnung leben, können wir sehr viel Geld sparen. Wir gehen da nicht in Restaurants, wir gehen nicht in Cafés, wir gehen vielleicht nicht ins Kino. Da sagen dann Freunde von uns, oh, komm doch mal mit essen, komm doch mal ins Kino. Und dann sagen wir, nee, wir wollen nicht, das ist so teuer. Wir müssen ja sparen, aber wir wollen noch reisen. Letztendlich wissen wir ja, worauf wir sparen. Und es ist uns halt immer mehr wert, als teuer essen zu gehen oder irgendwas Teures zu kaufen. Man sollte es einfach machen, sich trauen. Und dann wird man sehen, ob es sich gelohnt hat oder nicht.